Jo Leute, ich habe jetzt inzwischen ein paar der anderen Quests gemacht, zu so 20 für Los Gia Presa Yang, da wo auch der Gia Trum nochmal dabei war. Ja, relativ nervig. Und jetzt wagen wir uns an den Herr der Dunkelheit. Nein, eigentlich nicht. Aber an Jan Kutku jedenfalls. Meiner Erinnerung nach ein recht schweres Monster damals. Also wenn man gegen ihn zum ersten Mal kämpft, so wie wir jetzt. Na, mal schauen, wie es wird. Hoffen wir das Beste. Wir haben hier Schallbomben, damit kann man ihn kurz wie so eine Art paralysieren. Danach ist er ausgerastet, was ich eigentlich für vollkommen schwachsinnig halte. Deswegen nutze ich sowas eigentlich selten. Also die Schallbomben beim Jan Kutku, und deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Und es wird auch so klappen, denke ich, hoffe ich. Wir haben eine Eiswaffe. Jan Kutku ist Feuer. Hat, glaube ich, Minus auf Eis. Ja, das wird schon. Hier gibt es einen kleinen Trick. Man muss am Anfang rennt man, ich sag's einfach. Man läuft hier entlang. Hier hoch. Jetzt gleich läuft man gleich links. Und jetzt müsste er quasi hier direkt landen. Wenn er das nicht macht, dann gehen wir zurück, dann ist er im Startergebiet. Müsste da gerade so entlang laufen. Tut er nicht. Oh, der Gang kommt da gleich, aber Bultrum sollten wir hier Bulfango ist das kein Bultrum. Den sollten wir auf jeden Fall hier vorher ausschalten, weil der kann dann richtig, richtig nerven. Kommt doch heute noch. Na, was sagt man in so einem Fall? Trickverrektor. Scheint nicht kommen zu wollen. Na, ich mache ihn mal auf die Suche. Bis später. Lol, also mir ist inzwischen eingefallen, wo er kommt. Wir haben ja das Video noch gar nicht gesehen. Deswegen ist er natürlich in der Höhle. Ja, sorry, Fehler von mir. Sonst funktioniert der Trick übrigens schon. Also, aber jetzt sehen wir erstmal Jan Kutu. Oh, episches Monster. Jedenfalls am Anfang noch. Hässlich. Ja. Können wir jetzt endlich hier nicht kämpfen? Ja, ich weiß, dass du stinkst. Ja, es passt wieder. Nein, wir wollen das gar nicht sehen. Nein. Lass es. Böses. Ja, jetzt geht's los. Lass uns sucht, cool rumzuschreien. Ist mein Farbe in die Fresse. So, und los geht's. So. Am Anfang echt nicht zu verachten, das Viech, das macht recht derben Schaden. Vor allem wenn es dann ausgerastet ist, geht das richtig ab. So, lass mal los. Wir haben hier schließlich nicht unendlich. Und ach komm, jetzt geht er raus aus der Zone. Ihr habt keinen Bock, dass mich dann plötzlich lädt, wenn ich im anderen Gebiet bin. Oh mein Gott, was macht er denn? Hallo, hier bin ich. Komm her. Ja, genau hierher. Oh nein, was machst du denn? Jetzt kommt er. Hier ist natürlich unsere Eiswaffe von Vorteil. Ah, danke. So, wir haben ja vorhin Megatränke gemacht und ich denke, wir schaffen das jetzt schon.
Yanga-Ruga ist das erste Mal richtig schwer, also die stärkere Form von Kutku. Das ist der große Bruder. Oh Mann. Vor solchen Attacken muss man aufpassen, weil. Yeah, göttlicher Schutz, Alter. So. Gut. Alte Sel. Oh, echt viel zu wenig. Na, jetzt fliegt er weg. Aber wir haben ja gefabelt, Gott sei Dank. Und vermutlich fliegt er. Kann auch gar nicht landen, oder? Kann er landen? Nee, er kann nicht landen. Wusste ich's doch. In Gebiet 4 fliegt er. Man merkt schon, also der Kutbu hat mich jetzt Gott sei Dank noch nicht richtig hart getroffen, aber wenn er einen trifft und einen dann richtig in die Mangel nimmt, das ist dann schon unangenehm. Eigentlich irgendwie unlogisch, dass dem Hunter das nichts macht. Eigentlich müsste er sich da zumindest die Beine brechen bei dem Sturz. Aber. Oh komm, ah, ich dachte gerade schon, er fliegt wieder weg. Wie immer als die nervtötenden Kackviecher killen. Kennt das ja schon. Weil es ist einfach nervtötend, wenn du dann gerade, du haust gerade perfekt rein, das Vieh ist verwirrt oder was Gott was. Und dann kommt sowas und springt einen an und dann. Vor der Attacke auch übelst vorsichtig sein, die macht richtig Schaden. Oh komm, jetzt. Was haben wir denn alles dabei? Jedenfalls fangen will ich ihn auf jeden Fall. Was machst du jetzt hier? So, jetzt schnurrt ein bisschen. So, gehe ich mit ihm zu ihm hin. Er fliegt wieder. Komm jetzt. Gibt's doch nicht. Vielleicht treffe ich ihn. Nee, nee. Jetzt fliegt er wahrscheinlich gleich nochmal, genau. Jetzt renne ich dahinter. Dann passe ich ihn gleich ab. Hier wird nirgendwo hingeflogen. Stinkige Sumpfratte. Hier nirgends fliegt so hin. Ich würde jetzt gern. Auf jeden Fall seinen Kopf muss ich auf jeden Fall. Er hat schon die Hörner eingelegt, das heißt, er ist jetzt geschwächt. Jetzt geht er pennen. Dann fangen wir ihn. Komm jetzt. Wir haben jetzt leider den Kopf nicht zerbröselt, den kann man jetzt stören. Na egal. Jetzt beeilen, dass er sich nicht zu stark auffüllt. Nein, falsche Richtung. Gehen wir oben lang. Ja, weil wenn er Dingens erst, wenn er schläft, dann füllt er ja ein bisschen Leben auf und da sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir ihn dann noch gefangen kriegen. Ich hätte auch eigentlich die alten Beruhigungsbomben, die ich noch hatte, mitnehmen können, hätten wir mehr. Ja. Egal. Ja, das ist recht lustig. Wenn man da genau auf die Kante kommt, dann passiert das eben jetzt. Ich glaube, ich hau dann noch beim Schlafen. Na, ich weiß nicht, ob ich noch reinhauen soll. Ich warte lieber, bis er schläft.
Mal sehen wir jetzt hier gar nicht. Na, ja, schlecht da schon. Gefangen. Ziel erreicht. So, das war der epische Fight. Axeran versus Kutku. Jo, jo. Und natürlich, der Walk Talk geht weiter. Und, jo. Bis denn, Leute. Ciao.